Lilo. Heute geht's um Musik und um Soundeffekte. Soundeffekte. Wie komme ich jetzt darauf? YouTube Audio Library. Bin ich drauf gestoßen heute? Weil meine Vermieterin macht so einen Krach unter meinem Wohnzimmer, dass ich meine YouTube-Videos nicht mehr aufnehmen kann. Diesen Sound, mein Gelaber, nehme ich gerade auf meinem Schlafzimmer auf, denn da ist es leise. Gut. Jedenfalls bin ich da auf YouTube Audio Library gestoßen und da gibt es mittlerweile die schönen Soundeffekte. Zum Beispiel könntet ihr mal nach Kategorien suchen, Science Fiction und ähnliches. Was ihr im Hintergrund hört, habe ich natürlich im Nachhinein unter dieses Video gemischt, um mal zu demonstrieren, was zum Beispiel mit Audacity geht. Synchron kann ich jetzt leider nicht klicken, wie gesagt, ich sitze gerade im Steuersitz auf meinem Bett im Schlafzimmer, während ich das hier erzähle. Jetzt muss ich irgendwie 2 Minuten rumkriegen, denn ich habe ein kleines Sound-Demo, was zwar nicht wohlklingend ist, aber für ein Demo reichen sollte, damit ihr überhaupt mal wisst, was so geht, langen sollte. Habe ich schon mal im Vorhinein aufgenommen, meine Sprache und im Nachhinein dieses kleine Sound-Demo, das ihr jetzt seht, ja, in meinem geräuschvollen Zimmerchen, im Wohnzimmerchen, dann im Nachhinein aufgezeichnet, also das Bild. Also, wie gesagt, wer auch eine Vermieterin hat, einen randalierenden Rentner unter seinem Wohnzimmer, der mag das vielleicht als Anlass nehmen, sich mal beim YouTube Audio Library umzuschauen. Da gibt es freie Musik herunterzuladen, könnt ihr unter eure Videos mischen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.